So, heute klären wir mal die Frage, wie man trainieren muss, wenn man Muskeln aufbauen will, aber bereits über 40 ist. Ist es denn notwendig, schwere Gewichte zu bewegen? Muss man in ein Fitnessstudio gehen oder kann man auch zu Hause mit wenig oder gar kein Equipment Muskelmasse aufbauen? Was ändert sich, wenn man in den reifen Jahren angekommen ist? Wie sollte man trainieren? Kann ich meinen Körper noch in Topform bringen? Die letzte Frage kann ich auf jeden Fall schon mal ganz klar mit Ja beantworten. Bleib bis zum Ende dran, denn da gibt es den Plan. Hallo, mein Name ist Sven Schulze von Sten Schulze Personal Training. Warum dieses Video? Es gibt immer noch sehr viele Missverständnisse und Ungewissheit, wenn es um Muskelaufbau geht, vor allem bei den reiferen Männern. Aber ich weiß, jedermann hat den Wunsch, gute Muskeln zu haben. Egal wie alt ein Mann ist, der Wunsch nach guter, definierter Muskelmasse geht anscheinend nie weg. Es hält sich immer noch stark das Gerücht, dass ein reifer Mann nicht so intensiv trainieren sollte. Die Intensität beim Training bezeichnet im Übrigen die Höhe des Gewichts, das bei einer Übung verwendet wird, und nicht die Stärke der Anstrengung. Nur weil du das Gesicht verziehst und nicht mehr kannst, heißt es nicht, dass du mit hoher Intensität trainierst. Du strengst dich einfach nur an. Die Intensität wird erhöht, indem man das Gewicht erhöht. Mehr Gewicht, höhere Intensität. Gleich noch ein Wort der Warnung vorweg: Nie auf Kosten der sauberen Übungsausführung das Gewicht erhöhen. Viele Männer, die das Video jetzt schauen, sind eventuell weit weg, überhaupt mit Gewichten zu trainieren. Wenn du dazu gehörst, dann empfehle ich dir, damit anzufangen. Natürlich muss man sich erst daran herantrainieren, um mit schweren Gewichten sauber umgehen zu können und sich nicht zu überlasten. Die Ratschläge in diesem Video und eigentlich in allen anderen Videos richten sich nicht an die gestandenen Athleten oder nicht alle, sondern an den ganz normalen Mann mit dem Wunsch nach mehr und guter, sichtbarer Muskelmasse. Jeder, wirklich jeder kann anfangen, mit Gewichten zu trainieren. Und hiermit ermuntere ich dich, damit zu beginnen. Gut, ein weiterer Irrglaube ist, dass man mit Ausdauer- oder Kraftausdauertraining Muskeln aufbauen kann und schwere Gewichte nicht erforderlich sind. Das geht nur am Anfang, wenn man mit dem Training anfängt, wenn die Muskeln kaum Belastung kennen. Nach ein paar Trainings geht das dann schon nicht mehr. So, und Übungen mit dem eigenen Körpergewicht reichen nur bedingt aus, um Muskelaufbau auszulösen. Das klären wir aber noch genauer. Um Muskeln aufbauen zu können, ist das verwendete Gewicht absolut entscheidend. Ohne das entsprechende Gewicht, also eine hohe Intensität, kannst du Muskelaufbau vergessen. So einfach ist das. Wenn du Anfänger bist, wenn du jetzt erst mit dem Training anfängst, machst du aber auch Fortschritte, wenn du nicht so intensiv und nicht so hart und bis zum Muskelversagen trainierst. Einige Wochen oder sogar Monate solltest du auch noch nicht so hart und intensiv trainieren. Nur so kannst du dich optimal auf später dann, wenn auf mehr Belastung einstellen und anpassen. Aber grundsätzlich solltest du als reifer Mann unbedingt auch mit hoher Intensität und bis zum Muskelversagen trainieren. Das ist wichtig. Hör dir das hier mal an. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin hat 2017 zum Tag des älteren Menschen gesagt, dass ab dem 30. Lebensjahr der Körper jedes Jahr etwa 0,3 bis 1,3% der Muskeln in Fettgewebe umwandelt. Das bedeutet, dass ab dem Alter von 30 Jahren durchschnittlich etwa 1% der Muskeln pro Jahr einfach so verloren gehen. Das ist wirklich schlimm, weil es ernsthafte Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Im Laufe der Zeit verschwinden schleichend etwa 30 bis 50% der Muskelmasse bis zum 80. Lebensjahr. Machen wir mal ein Rechenbeispiel. Du hast 32 Kilogramm Muskelmasse. Ein normaler Mann liegt in etwa da. Dann verlierst du im ersten Jahr, also ungefähr mit 30 bis 31, 0,32 Kilogramm Muskelmasse und wirst um diesen Wert fetter. 320 Gramm Steak, das ist schon ein ganz schönes Stück Fleisch, einfach weg. Das heißt, es geht hier nicht allein ums Aussehen. Kurz gesagt, verlierst du Muskeln, verlierst du Stück für Stück deine Gesundheit. Um diesen Prozess aufzuhalten, musst du trainieren und zwar schwer mit schweren Gewichten. Kurz ein paar Worte zum Muskelversagen. Es gibt einige Studien, die belegen wohl, dass Muskelversagen nicht notwendig ist, um Muskeln zum Wachsen zu bringen.
dass anscheinend nur eine bestimmte Schwelle beim Training überschritten werden muss. Aber die Studien, die ich dazu gefunden habe, hatten recht wenige Probanden und auch die Ergebnisse sind nicht so beeindruckend bzw. die Unterschiede in den Fortschritten nicht so groß. Ich empfehle auch in diesem Fall zyklisch vorzugehen. Also nicht immer bis zum Versagen, nicht bei jedem Satz und nicht bei jeder Übung und auch nicht das ganze Jahr über. Mache zum Beispiel eine Woche lang volles Rohr und dann ein oder zwei Wochen etwas ruhiger. Das ist für den reifen Mann auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn du bereits weit über 40 bist. Für die Muskelentwicklung und für die Gesundheit ist es sehr wichtig, auch Schnellkraft bzw. Explosivkraft zu trainieren. Denn diese Kraft lässt beim Älterwerden mehr und mehr nach und zwar nicht linear. Die Kurve fällt ab dem 50. Lebensjahr steil nach unten. Baue also unbedingt Schnellkraftbewegungen in dein Training ein. In diesem Video hier habe ich bereits ausführlich darüber gesprochen. Um Schnellkraft trainieren zu können, braucht man grundsätzlich schwere Gewichte. Aber wie gesagt, mehr dazu in dem gezeigten Video. Für alle, die im Fitnessstudio trainieren sollten, die sollten nicht so zimperlich sein und wie beschrieben intensiv und hart trainieren. Die Muskeln müssen ordentlich beansprucht werden, um so zu bleiben, wie sie sind. Trainiere immer so, als würdest du Riesenmuskeln haben wollen. Für alle, die zu Hause trainieren und mehr Muskeln aufbauen wollen, die müssen auf jeden Fall etwas kreativer sein. Zum Beispiel, wenn du bereits 20 Liegestütze schaffst, wirst du keine weitere Muskelmasse aufbauen können. Du musst dann den Liegestütz schwerer machen. Beim Rücken das Gleiche. Rücken ist überhaupt eine Herausforderung. Ohne Klimmzugstange oder Schlingentrainer ist es fast nicht möglich. Ein kleiner Tipp. Mit ein paar Kettlebells oder mit ein paar Kurzhanteln erweiterst du deine Übungspalette dramatisch. Ich habe einen Trainingsplan für zu Hause explizit für Muskelaufbau für eine Woche zusammengestellt und ein Erklärvideo dazu angefertigt und im Fitclub-Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt. Alle Mitglieder können sofort und kostenlos darauf zugreifen. Solltest du noch nicht Mitglied sein, dann klicke jetzt auf den ersten Link unterhalb des Videos und sichere dir deinen Trainingsplan zum Muskelaufbau für zu Hause. Bis gleich im Mitgliederbereich und ciao.